Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Abtauchen mit Plötzlich Wissen, unser 7. Stream mittlerweile. Und jetzt müsste mein Ton auch tatsächlich zu hören sein. Und ich streame nicht alleine, sondern mit der wundervollen Inga Marie Ramke und Julia Schnetzer. Nochmal hallo. Ja, kleine Schwierigkeiten gleich zu Beginn. Ich hoffe, das geht so nicht weiter. Sondern wir kriegen es diesmal gut über die Bühne. Aber beim letzten Mal? Ja, wir lernen immer weiter dazu. Aber es scheint jetzt gut zu funktionieren. Auf jeden Fall sehe ich etwas Audiosignaliges von mir kommen. Und um meine Sorgen zu nehmen, Ja, man hört dich. Der Chat reagiert auch drauf. Super. Das ist schön. Sehr gut. Ja, genau. Wir machen heute Deep Diving Simulator von Jujubi, Entwickler aus Polen, die das 2019 gemacht haben. Auch mit der Geschichte. Ich habe nur geguckt, ob es im Stream einigermaßen läuft. Ja, und es gibt da auch irgendwie so eine Geschichte. Man muss Dinge einsammeln und Rätsel lösen und so weiter und so fort. Was ich ausgemacht habe, beziehungsweise gleich, wenn wir ein neues Spiel machen, im Spiel ausmachen werde, das habe ich gelesen in den Rezensionen über das Spiel, dass da andauernd man von irgendwelchen Haien oder sowas attackiert wird. Und die Steuerung ist, sagen wir mal, naja, schwammig will ich nicht sagen, aber es ist nicht einfach, sich zurechtzufinden damit. Und ich habe das so ein bisschen ausprobiert und ich bin so oft über den Jordan gegangen. Ich glaube, dann kommen wir überhaupt gar nicht voran. Deswegen mache ich aktive Hai-Attacken aus. Das war auch der größte Kritikpunkt und die haben eine Möglichkeit reingepatcht in das Spiel, dass man das ausmachen kann. Also Kann man sich denn wehren gegen die Haie? Man hat ein Messer. Ja. Genau. Kann man es auch mal kurz anmachen, um zu gucken, wie es ist und wieder ausmachen? Ja, kann man das mal kurz ausprobieren? Das kann man. Die Haie kommen jetzt nicht sofort, aber okay, ich kann es erstmal anlassen. Ich kann es ja erstmal anlassen und dann. ja, ich möchte das auch sehen. Ja, ich schalte mal rüber aufs Spiel. So. Ich möchte vor allem wissen, ob es dann ein weiblicher oder ein männlicher Hai ist, ob wir das erkennen können. Und das weiß ich nicht. Ja, das musst du auch du nicht. Du musst dich ja kämpferisch wehren. Julia macht das. Yes. Kann ja mal gucken, ob sie was erkennen kann. Ja, also die Geschichte ist irgendwie, wir sind auf einem Boot von diesem Professor Adams. I see that you have already put on my old equipment. I'm glad you're my size. Because I wouldn't be able to afford you a new one. Ja, ich ziehe anscheinend seinen Tauchanzug right. an. I would like to thank you for coming here and lending me a hand in my secret quest. I can't dive anymore, even if my life depended on it. So I'm eternally grateful. Okay. Er steht auf ewig in meiner Schuld, weil ich für ihn tauchen kann. And we'll be doing the oceans and seas of the world a great favor. Now, before we begin, danke, André, dass du das machst. Before we hit the very deep waters. Luckily, there's no one around Misty Lagoon at this hour. So I guess we should get started there as soon as possible. Okay, wir sind in der Nebellagune, Misty Lagoon. I'll meet you there. Well, not in person, that is. Oh, there you are. Hey, would you mind helping an old man? You see, my old friend gave me a tip that there's an abandoned mine in California. And presumably its gold is still untouched. Ooh. And we need a capable diver to retrieve it. Of course, you'll gain some incredible experience along the way. And you'll witness some American history. So, what do you say, endlich, my friend? Endlich, über Amerika. A good deal, hey? Feel like visiting the Wild West? Okay, gucken wir mal. Ein Cowboy-Outfit plötzlich. Ja, ja, wurde jünger. Ja. Oh. Jetzt Misty Lagoon. I have such fond memories of this place. Right. No daydreaming on the job. Get your feet wet and slowly explore your surroundings. I hope that suit doesn't have any holes. Your objective is pretty simple. Collect anything you may think has some value, and I can sell, like coins, pots, minerals, and other valuables. Okay. This will help our quest.
and there's a container somewhere around these parts. So if you happen to come across it, find out if there's some treasure inside. Okay, also, ich muss also Zeug einsammeln und irgendwie einen Container finden. Ich bin ein bisschen verwirrt. We're just cleaning the underwater world from things that don't belong in there. Du bist verwirrt, Julia? Ich bin ein bisschen verwirrt. Also sind wir jetzt vor der Küste von Kalifornien? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das schaut ja nicht aus wie Kalifornien. Nee. You're doing a big favor for all of us. Just hurry up when you see it, okay? Gut finde ich auch, dass wir jetzt quasi irgendwie hier so ein bisschen so rumräubern und ihr sagt, ja, wir sammeln nur Müll, den ich verkaufen kann. Goldmünzen und so. Was ist denn das für ein Professor? Ist das ein Archäologe oder ein... Ich glaube, es ist ein... Keine Ahnung. Ein Grabräuber, der sich als Professor zeigt. Misty Lagoon holds its good reputation thanks to its pleasant and calm waters as well as the beautiful and endangered coral reef. Often called rainforests of the sea, coral reefs form some of the world's most diverse ecosystems and are estimated to cover 115,000 square miles, which is under 0.1% of the ocean's entire surface area. Weil das ist der Container, den wir suchen sollten. Genau, so sieht er aus. Das ist schon mal ganz schön, damit ich weiß. So. Welcome to Deep Diving Simulator. Oh, herzlichen Dank. You can view and change your control settings in the pause menu. Okay, habe ich schon. Your primary task is to collect valuable items that are scattered in the depths. Locate the first item and pick it up. Okay, so ist meine Steuerung. Ich habe einen Heilstrahl und ich habe einen Ladestrahl. Ich weiß noch nicht, ob... ich hoffe, das wird einem erklärt. Ein Heilstrahl? Ja. Auf jeden Fall sieht man hier ab und zu die Hände. Das ist toll. Ich habe Misty Lagoon California bei Google Maps eingegeben und habe Birdcage Resort Gay's Man Hotel rausgekriegt. So, ich habe anscheinend eine wertvolle Muschel gesammelt. You've just collected your first item. Keep an eye out for other items. Okay. Er verkauft Muscheln. Was macht er da, Halsketten raus für die Touristen oder? Vielleicht. Ist das eine Muschel? So, ich habe jetzt mal kurz. Genau. Gefahrenstufe, alle Gefahren. Mal gespannt. Da liegt auch noch irgendwas links unten. Ja. Noch eine Muschel. Nee. Ja, Muschel. Und noch eine Muschel. Da ist noch eine Muschel. Eine schöne Muschel. Ja, in der Tat. Aber das würde ich nicht als Müll bezeichnen. Nee. Die man aus dem Meer säubern muss. Ja, ich sammle mal hier fröhlich. Ich schwimme mal ein bisschen höher. Keine Haie zu sehen. Aber ich muss ja Zeug auf dem Boden sammeln. Und was so ein bisschen... Da ist auch noch was. Sehr gut. Was so ein bisschen komisch ist, ich kann von allen möglichen Dingen, also auch wenn ich zu nah an den Boden komme, bekomme ich irgendeinen Schaden. Das ist so ein bisschen... Aber ja, gucken wir mal, wie der erste Haiangriff kommt. Wahrscheinlich werde ich mich furchtbar erschrecken, aber das ist dann ja zu eurer allen Erheiterung. Ja. Wo siehst du deinen Schaden? Links unten ist so ein Balken, das ist meine Lebensanzeige. Ah, dieser Sauerstoff, das O2. Ding da? Da steht doch O2, oder? Ja, genau, aber da steht, also die Zeit ist, glaube ich, mein O2 und das daneben ist meine Lebensanzeige. Und das Kleine? Kann, wenn ich mich wehren will, habe ich hier ein Messer. Alles klar. Sehr eindrucksvoll. Kann ich das auch wieder wegstecken? Übrigens, ja. Hallo Olaf, du hast noch nicht viel verpasst. Wir haben gerade ein neues Spiel angefangen zu spielen und müssen uns hier auch gerade erstmal noch zurechtfinden. Und wir sollen Schätze sammeln, was momentan eigentlich nur Muscheln sind. Ja.
Aber man hat uns Gold versprochen. Ja. Und man hat uns versprochen, dass wir etwas über die amerikanische Geschichte lernen. Ja. Und wir wissen nicht genau, ob wir in Kalifornien tauchen. Es heißt Misty Lagoon und ich habe Misty Lagoon noch nicht gefunden bei Google Maps in Kalifornien. Das ist der Deep Diving Simulator, heißt das Spiel. Ich würde auch nicht sagen, dass es solche Riffe vor Kalifornien gibt. Ja, aber die Entwickler kommen aus Polen. Also das ist jetzt auch so. Auf jeden Fall liegt hier ein olles Netz. Das ist Müll, das können wir nicht sammeln, ne? Nee. Toll. Also nicht toll. Aber das macht irgendwie eine Höhle zu. Also hier liegt auf jeden Fall noch was. Muschel. Überraschung. Ich meine, ich sammle auch ganz gerne Muscheln. Ich weiß es nicht. Ich habe kein Muschelbestimmungsbuch. Och man. Man muss korrigieren, es sind Schnecken, ne? Das wir da sammeln, es sind keine Muscheln. Okay, mein Schaden schlägt sich anscheinend im Verlust von Sauerstoff wieder, so wie es aussieht. Ja, aber du musst nicht auftauchen, ne? Nee. Den Schaden jetzt. Also ich habe jetzt gerade, bin zu doll gegen den Boden geschwommen und dann wurde angezeigt Schaden genommen. Ah, okay. Und dann stand da minus 4 Sekunden Sauerstoff. Und du hast rechts unten, da ist doch auch dieses, ich weiß nicht, was ist, dieses Zeichen mit den 3 Pfeilen nach oben. Das sind deine Schätze, die du gesammelt ja, hast, oder genau, was? Ja, genau, okay. Jetzt habe ich es gerafft. Also im Vergleich zu den anderen Spielen, die wir hatten bisher, ist die Steuerung hier durchaus ein bisschen komplizierter. Weil ich... Nee, ich weiß nicht, was das ist. Schön, das ist keine Schnecke, oder? Eine Muschel. Ein versteckter Container. Versteckter Container? Ja, wo denn? Steht da doch. Ja, keine Ahnung. Nee, vielleicht war das das. Nee, das war vorhin auch, da stand auch irgendwie, also... Das war irgendwas anderes, aber du bist wahrscheinlich in der Nähe vom versteckten Container. Ja. Oh mein Gott. Weil vorhin stand da auch, da hattest du auch eine Muschel genommen und dann stand da Boot... Ruderboot, Wrack. Da ist der Container. Jo. Ha, Dann schwimmen wir mal von der anderen Seite dran. Das interessiert den Professor. Use your flashlight in dark areas. Remember that you can use it only for a limited amount of time. Okay. Das ist der Container. Was da wohl drin ist. Tja. Der muss da schon ewig liegen, so viel große Korallen, die da drauf wachsen. Der kommt aus einer Zeit, da gab es doch gar keine Container. So, ich muss mal gerade hier. Dinge anklicken. So. So, kann ich den jetzt öffnen? Tja, und du darfst deine Taschenlampe benutzen. Oder auf der anderen Seite? Oder ja, ich gehe mal auf die andere Seite gucken. Aber nicht zu nah. Voll gegen die Koralle geknallt. Das kann wehtun, ne? Hier wird mir nichts angezeigt, dass ich irgendwie mit ihm interagieren kann. Oh, nochmal. Aber du blutest. Oh Gott, das lockt doch Haie an. Es ist auch kein Hamburg-Süd-Container. Ich fühle mich da nicht zu Hause mit dem Container. Ich schon ein bisschen, ich habe die letzten 3 Jahre so viel Zeit in Containern verbracht. Ja, von der Plastikmüllausstellung. Ja, genau. Aber es war auch kein Hamburg Süd, ne? Nee, da haben wir unser eigenes Branding drauf gemacht, aber ich glaube, ich weiß nicht, wo sie die her hatten, die Container. Hm. Weiß nicht, was da vorher mal drauf stand, ob da vorher mal was drauf stand. Tja, wie soll ich den denn mal heben? Ja, mit der rechten Hand würde ich sagen. Ist ja unter Wasser alles leichter, ne? Tja, oder André. Guck doch mal nochmal, kannst du nochmal in die Steuerung reingucken? Ob da irgendwas stand, irgendwas interagieren? Oder? Optionen, Steuerung.
Genna verwenden. Genna verwenden. Z. Mach mal Y. Was gibt's noch? Gehen wir nochmal weiter runter. Taschenlampe ist T. Zum Aus, Ladestrahl. Interagieren, interagieren, F, vielleicht das Interagieren. Ja, ich habe F die ganze Zeit gedrückt, damit sammle ich auch die Sachen auf. Ah, okay. Entschuldigung. Nicht schlimm. Okay, Waffe benutzen, Waffenmodus, okay. Ja, bin ich mir sicher. Fortsetzen. Ja. Machen wir mal. Oh! Ah! Was hast du gemacht? Ich habe mit dem Messer gegen die Tür gedöngelt. Ach, klar. Na Mensch. Oh, ist da ein Computer? Das ist ein Laptop da auf einem Stein? Nein? Doch, nein. Ah, sowas ähnliches. Ein Koffer oder so. Ja. Das möchte doch der Professor bestimmt haben. Das ist ein Koffer. Was war da jetzt drin? Weiß ich nicht. Wir haben jetzt besitzt. Ich habe den Unterwasserscanner gefunden. Jetzt kannst du es scannen. André, super. Items as well as So, gefährliche Behälter, wahrscheinlich aus Gold. Use the scanner and find a contaminated creature. Ein verseuchtes Lebewesen? Wir können ein verseuchtes Lebewesen finden. Und dann? Keine Ahnung. Ich drück mal. Ah. Das ist der Scanner. Nee. The scanner highlights valuable items in yellow, garbage and pollution in green, and hazards in red. Okay. Remember, the scanner has to reach... Okay. To heal a contaminated creature, you have to equip the eco gun. Remember that the device has two modes: the healing beam, green, and the single charge beam, red. Okay. Single charge beam. Switch to the healing beam mode and heal your first creature. Okay. Da liegt was Rotes. Da ist ein Becher. Oh, das will doch der. Ja. Hä, wo ist das jetzt hin? Hast du es genommen? Oder? Nein. Nee. Wie schalte ich denn jetzt auf den Healing Beam? Weil. Aber was sollst du denn jetzt heilen? Da ist doch noch gar nichts zum Heilen. Zück das Messer. Ja. Fies. Ist da? Der vielleicht, der ist der, da ist der Ökostrahler. Den hast du gar nicht. Jetzt habe ich den. So? Great. The Eco Gun is a great tool to fight for the purity of our Okay. This ingenious invention emits ultrasound waves with a special frequency that breaks down pollutants and some objects into harmless molecules. Da möchte ich kurz was zu sagen. Ultraschall kann sehr viel, aber leider nicht das, was da steht. Leider gibt es die Öko-Waffe nicht in eng. You can also use the Eco Gun to scare off predators if they attack you. Okay. Das ist aber ein Multifunktionsgerät, ey. So, das ist... Jetzt ist es grün. The basic Eco-Gun operating mode is used to clean underwater The single charge mode is used to scare off predators and to destroy certain objects such as fishing nets. Ah. So, machen wir erstmal... Ups. Meine Taschenlampe ist leer. Oh nein, und nun? Nein. So, hier haben wir irgendwas. Das ist doch Gold. Was glänzt? Ein Goldbecher. Ja, das war das, was wir vorhin in Rot gesehen haben. Ja. Ja. Also da ist noch was. Da ist noch mehr eine Münze. Echt? Da ist eine Münze. Und Achtung, Seeigel. Oh ja. Aber ich kann auch was über Schnecken erzählen. Ich habe gestern bei YouTube so eine kleine Doku gesehen. Über Schnecken? Also, ja, von Meeresschnecken. Und, das war so eine kleine, so ganz mit so witzig erzählt. Und das war ganz abgefahren. Also zum einen waren das so Schnecken, die eigentlich am Strand rumhängen. Und die machen ihren Fuß, also quasi das der mehr oder weniger der meiste Teil des Körpers der Schnecke nennt man Fuß.
die machen den auf und surfen damit in den Wellen. Also die lassen sich quasi dann einfach von den Strömungen treiben, wie mit so einem Segel. Und es gab die quasi in klein und dann gab es welche, die schauen sehr ähnlich aus in groß und die haben quasi diese anderen Schnecken gejagt, indem sie, also die können nicht sehen, die haben keine Augen, aber sobald sie irgendwie diesen Schneckenschleim riechen kurz vor sich, machen die ihren Fuß, strippen die einfach quasi drüber und sagt man so schön, umschlingen quasi die Schnecke gesamt. Das heißt, am Ende hast du dann oben dieses kleine Häuschen und unten so einen riesigen Sack unten dran hängen. Und dann spritzen sie da Verdauungsenzyme rein und so ein bisschen wie eine Spinne und lutschen dann einfach quasi die verdaute Schnecke auf, bis dann nur noch die Schale übrig bleibt. Oh. Und dabei ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass es gibt ziemlich viele Raubschneckenarten im Meer. So an Land sind das ja eigentlich immer so liebe Pflanzenfresser und sowas und im Meer gehen die Dinger halt total ab und jagen voll und schießen Giftpfeile und sowas. Hast du gerade den Dugong angeschossen? Nee, ich habe ihn... Da ist der ein, ist ein Ruderbootwrack. Nein, er ist nicht ein Ruderbootwrack. Wollte gucken, ob ich dem helfen muss. Nein, muss ich nicht. Ja, das ist ein Seestern. Aber da ist ein grüner Dugong auch. Oh ja. Da oben. Und Dugongs wohnen im Indo-Pazifik und wir sind doch jetzt in Kalifornien, oder? Wenn du resurface on time, all your collected items will be lost. Each resurface saves you progress and your collected items. Keep that in mind. Okay. Dann wir haben den Dugong gereinigt. Ja. Yeah. Dann würde ich mal von sagen, allen wahrscheinlich. Tauchen wir auf, ne? Ja. Yeah. Das ist ganz cool, weil das bei den anderen Spielen konnte man ja gar nicht über Wasser irgendwas sehen. Ja, konnte ich hier auch nicht. Ja. Ich muss F drücken und dann... Oh, ich kann hier... Ich level auf anscheinend. Oh, Inga, hast du das eigentlich auch gesehen, dass, also in den USA gibt es ja keine Dugongs, aber Manatees in Florida. Ja. Und hast du auch gesehen, dass irgendwelche Spassen, ey, haben doch die Dugongs und Manatees haben doch diese Eigenschicht auf dem Rücken, ne? Und dann haben halt so Idioten haben quasi in diese Eigenschicht bei den Dugongs Trump reingeritzt. Oh Gott. Also, nee, das habe ich Gott sei Dank nicht. Bei Twitter haben sie echt da... Mann, ey, die Menschen. Ja, ich meine, es passt ja irgendwie, ne? Also, wer so doof ist, der kann auch nur sowas Dummes da reinritzen. Ja. Also, ich würde hier gerne nochmal tauchen, um mich auch ein wenig mit dem, der Steuerung irgendwie klarzukommen. Und wir müssen ja noch ein paar Sachen einsammeln und heilen. Ja. Also heilen ist irgendwie, sobald ich ein Meerestier finde, was grün ist, dann muss ich das von irgendwelchen Sachen reinwaschen, so wie es aussieht. Reinwaschen ist irgendwie falsch. Tja, ja. Meine Frage, kennt ihr Subnautica Below? Weil Atompil76 hat gerade geschrieben, es wäre ja hier fast wie bei Subnautica Below. Ich kenne das natürlich nicht, weil ich kein Spielespieler bin. Ja, es gab irgendein Spiel, das Subnautica hieß, oder? Ja, habe ich nie ausprobiert. Ist so ein bisschen Open World, ne? Habe ich bisher nicht ausprobiert. Sieht das tatsächlich ähnlich aus? Das hier ist von 2019. Subnautica ist schon ein bisschen älter, oder? Mal gucken, vielleicht weiß ich. Erstmal hallo Atompilz, hallo Olaf. Schön, dass ihr da seid. Horst, ihr sagt, das ist auch nicht sein Genre. So cool. Ja, Horst, nicht, wir verstehen uns da. Ja, doch, ich erinnere mich so bei der Spielerecherche, dass wir das auf jeden Fall auch hatten und das, ich habe mir da, glaube ich, auch irgendwelche Let's Play zu angeguckt, um mal reinzuschauen, aber... Ich glaube, das war so ein bisschen, da waren so, also das war so Science-Fiction-mäßig mit irgendwelchen Tieren, die es nicht so gibt und sowas, glaube ich. Ja, und ziemlich viel Sachen einsammeln und dann craften und so eine Scherze. Irgendwie sowas habe ich, meine ich, mich zu erinnern. Ich scanne ihn nochmal hier. Da ist einer. Da ist was Grünes. Zu heilender Fisch. Ein Maskenfalterfisch. Da hinten ist auch noch ein grüner, links. Ja.
Der da. Hab ich hingekriegt. Der ist aber schwer zu halten, heilen. Maskenfalterfisch. Die Dugongs übrigens, falls sich das jemand fragt und in der Dugong-Folge nicht dabei war, die grasen da an nicht so gut sichtbarem Seegras. Ja. Aber sie haben normale Algenwolke um ihre Schnauze. Ja, normalerweise kann man auch die Spuren der Dugongs verfolgen, weil die so Schneisen ins Seegras fressen. Aber da ich sehe da sehr wenig Seegras. Naja, aber die schwimmen ja eigentlich auch eher so von zwischen Ägypten und Australien in seichten Gewässern. Und angeblich, wenn wir das richtig verstanden haben, sind wir hier in Kalifornien. Das heißt, das ist eine ganz andere Dugongs als sonst. Ein Platten-Doktorfisch habe ich geheilt. Paletten, Entschuldigung. Da ist noch eine Muschel. Jo. Schnecke. Sind Schnecken. Es sind Schnecken. Ich habe letztens hier an der Küste ein Video von kleinen Einsiedlerkrebsen gemacht, die sich in Schneckenhäuschen zurückziehen und darin wohnen. Die sind auch immer süß, ne? Die sind total niedlich. Kann euch das nicht. Wenn du sie auf die Hand nimmst dann, und sie laufen, dann zieht das immer so ein bisschen. Ja, das habe ich natürlich auch gemacht, weil man kann sehr gut testen, ob eine Schnecke noch bewohnt ist oder eben nicht. Wenn, also bewohnt im Sinne von einer Schnecke bewohnt, denn die Schneckenbewohner von Schneckenhäusern sind sehr festgesaugt. Ja, das die Einsiedlerkrebse nicht so fest mit dem Boden verknüpft sind. Die Einsiedlerkrebse, ja, tatsächlich wohnen die auch manchmal in Dosen, also da müssen die schon groß sein, oder in irgendwelchen Müllteilen. Ja, gibt es öfter mal Bilder, dass die sich dann auch sowas suchen. Ja, und es gibt so, die wechseln, ja, die je größer sie werden, desto mehr wechseln sie Häuser, müssen sie Häuser wechseln. Genau. Je öfter ziehen sie eng wird. Ja. Hier war doch irgendwo auch noch ein Fischernetz, was ich dann jetzt mal mit meiner tollen Knarre wegballern könnte, ne? Ja, es wäre geil. Ja, ich glaube, das war auch in der Ruderboot-Wrack-Area. Haben wir eigentlich das Ruderboot gesehen? Nee. Nö. Hier scheint eine Laserwand zu sein. Hier geht's anscheinend nicht weiter. Aha. Vielleicht ist ja auch ein Hai-Alarm. Ich glaube, die Haie ist das erste Level. Ich glaube, man wird noch verschont. Ja, wahrscheinlich. Ich wüsste sehr gerne, wo wir da sind. Örtlich gesehen. Ja, also so draußen sah es eher so ein bisschen so, ne? Die Inseln sah eher so südseemäßig aus. Ja. So ein bisschen mit diesen Bergen, so wie irgendwie Tahiti oder Tichy oder sowas. Naja. Oh. Habe ich hier noch irgendwas zum Aufsammeln? Ich sehe nichts. Apropos hier. Einsiedlerkrebs, ich habe so selbstgebaute Schalen für Einsiedlerkrebse gesehen online, die aus Glas sind. Werden die für Forschung an Einsiedlerkrebsen gebaut? Weißt du da was zu, Jules? Also, da würde man ja den Po immer sehen, ne? Die würden immer nackt rumlaufen. Hey, habe ich noch nie von gehört, aber wo hast du das gesehen? Ich habe das mal online gesehen, also so eine 3D geprintet, so eine Art, also es ist wahrscheinlich nicht 3D geprintet, sondern irgendwie aus Glas geblasen oder da so. Da unten so war gerade noch eine Muschel. Au. Wo war eine Muschel? Weiter links, da. Da, und siehst du, weiter runter, in diese, weiter runter, ja genau, da. Ja. Das ist eine witzige Idee. Also vielleicht, ich meine, es gibt ja auch Leute mit Salzwasser-Aquarien, die wahrscheinlich auch Einsiedlerkrebs im Aquarium haben. Und wenn du denen dann so ein Muschelding gibst und die dann da reingehen, dann kannst du die kann sehen. Kann man sie sehen, so. Ja. Ja. Schon witzig. Also ich meine, vielleicht wird sowas auch für Forschung genutzt. Kann gut sein. Ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt, der Einsiedlerkrebsforschung gemacht hat. Auch nicht. Da ist das Ruderbootwrack, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ansinn, das ist ja. Ja, das ist das. Und da kannst du noch einen Fisch heilen.
Ein arabischer Kaiserfisch. Also weißt du was, eigentlich müsste man sich mal eine Liste von diesen ganzen Fischen da machen und herausfinden, was sie da für ein Meer meinen. Machen wir eine Meerbestimmung anhand der Fische, die sie da rein simuliert haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Hier ist auch das... hier ist auch das Fischernetz. Ja, das ist gut. Wie ist der arabische... Kaiserfisch. Ja. Oh, und da ist das Fischernetz weg. Sehr gut. Weggeschossen? Sehr gut, ja. Jetzt kann ich hier drunter wahrscheinlich... da habe ich was, was ich einsammeln kann. Auch eine Muschel. Und es gab irgendwas noch mit Palettenfisch. Ich weiß nicht mehr, ob nur Palette und dann Fisch oder noch irgendwas dazwischen. Kann man die Fische auch einfach so anstrahlen, dass man dann den Namen gesagt bekommt? Ich glaube nicht. Nee. Nee, schade eigentlich. Also hier kurze, schnelle Internetrecherche. Wikipedia sagt uns, dass der arabische Kaiserfisch oder auch Sichtkaiserfisch genannt, lebt im Roten Meer, im Persischen Golf, im nordöstlichen Indischen Ozean bis nach Ostafrika. Das würde Sinn zum Thema Dugong machen. Maskenfalterfisch. Hätte ich noch im Angebot. Maskenfalter, ich glaube, die gibt es überall. Okay, so, wir haben wieder wenig Sauerstoff. Dann tauche ich mal auf. Haben ein bisschen mehr eingesammelt. Maskenfalterfisch gibt's nur im Roten Meer. Okay. Und dann auch Dugongs. Und was mit Palettendoktorfisch? Horst, die hat den anderen sich gemerkt. Palettendoktorfisch? Dann grenzt das das Rote Meer ein, aber am Roten Meer muss es dann die Misty Lagoon geben. Wir haben auch auf jeden Fall einen neuen Bereich freigespielt, wenn ich das richtig sehe. Nee, der Paletten-Doktorfisch, das ist übrigens Dory. Good job, Rookie. Na, sind im Indopazifik, Ostafrika bis Japan und Samoa verbreitet. Also ich würde sagen, das Spiel ist wissenschaftlich nicht ganz korrekt. Bestätigt die Vermutung, die wir schon hatten. Tja. Ja. Professor Adams, der uns Container und Müll, den er verkaufen wird, sammeln lässt, ist jetzt auch, ganz interessant. Auf jeden Fall haben wir hier oben ganz, ganz viele Bereiche, wo noch Schlösser vor sind, die wir nicht betreten können, aber wir haben, also... I think you're ready to try something a little bit more challenging now. Think you can handle Pirate's Nest? Pirate's Nest. It sounds scary. Na klar, können wir das. That's just a name. Don't worry about it. You're not getting plundered. Na denn, gehen wir mal. Was ist das eigentlich für ein Gerät da vorne? Ist das ein Tauchroboter? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es ist abgefahren, wie das Boot fährt, finde ich. Misty Lagoon. Pirate's Nest. Pirate's Nest. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir im Piratennest mal tauchen, wa? Ja, auf jeden Fall. PR! Let's fetch us some booty, matey! What? You know how long it's been since I had a new recruit? Tja. It gets quite lonely out here. Loosen up, will ya? Jeez. All right then. Pirate's Nest should have something of value to us. So keep your eyes peeled out there. Oh, and watch out for rays too. Okay, ich muss mich verrochen in Acht nehmen. They're so-called cousins of sharks, but they're relatively harmless. Unless you get too close, that is. Be careful around them, all right? Das gilt auch für Haie. Wir haben Steve Irwin getötet. Das stimmt. Ja, gut. Der war wohl nicht weit weg, ne? Nee. Olaf fragt noch, wie kommt der Palettenfisch zu seinem Namen? Ja, eine schnelle Recherche. It may be reasonable to assume that it has existed for as long as mankind use oceans for transporting goods and resources. Pirate's Nest is one of the infamous sites which gave the thieves seclusion and reprieve from their persecutors. The golden age of piracy is long gone, but the determined can still find treasure and valuables beneath the water surface. Ja. Seit an der Schwanzwurzel haben sie so kleine Klingen, die ganz scharf sind. Deswegen so Doktorfisch.
Genau, das hängt auf der Pitch. Aber die Palette erklärt das noch nicht. Nee. Okay, vielleicht, weil sie schon stapelbar sind, wenn man sie querlegt. Hier sind ein paar Delfine. Hallo. Was für Delfine? Nee. Können wir welche retten? Bestimmt. Aber da ist irgendetwas, was ich einsammeln kann. Eine sehr schöne... Ich dachte erst, es ist nicht... Ein Seestern. Ah ja, der ist auch als Seestern definiert. Das ist sehr eindrücklich. Ja. Nee, die... Die schnacken einfach nur. Die schnacken einfach nur. Ja, okay. Wobei, Jules, du hast doch mal gesagt, Delfine sind eigentlich ein bisschen unfreundlich, ne? Ein Schildkröte! Der geht's auch gut. Oh! Oh, Flipper. Hab's nicht ganz hingekriegt. Nicht? Noch nicht? Nee, noch nicht. Der will nicht geheilt werden. Ja, offensichtlich. Tja. Wie soll man denn das Meer retten, wenn man denen nicht helfen will? Meine Knarre hat nicht viel Ladung. So wie es aussieht. Nee. Und er ist ganz schön schnell. Jawohl, großer Tümmler. Ein großer Tümmler. Die großen Tümmler sind wahrscheinlich auch die, die kiffen. Glaube ich. Also kiffen, weil es gibt die Begebenheit, dass Gruppen von Jungdelfinen mit Kugelfischen gesichtet wurden, die toxische Wirkung haben und rumgereicht wurden, so als hätten die eine Bong in der Mitte. Und da haben sich die Delfine mit einen netten Nachmittag gemacht. Oder so. Ich frage mich gerade, ob es die... Ja, ich glaube, das war ein großes Thema. Ja. Und leider konnte ich nicht rausfinden, warum der Palettendoktor Fisch so heißt. Ja, ich habe immer so erklärt, warum die Doktorfische heißen. Also jetzt auf die Schnelle. Nee, habe ich auch nicht gefunden. So, ich werde mal hier ein bisschen weiter erkunden. Was ist hier noch so? Oh, hier gibt es wieder ein Netz. Und da ist es weg. Toll. Magic. Danke. Wir sind auch irgendwo in der Zukunft. Vielleicht sind da die Meere ja dann auch ganz anders und die Tiere sind überall verschleppt. Eine Höhle. Nee. Naja. Nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. Nee, dann verlierst du wieder 7 Minuten unter Wasserluft oder so. Ja. Unter Wasserluft. Ja, aber hier ist einiges los. Hier geht's noch lang. Quartier des Kapitäns. Okay. Da sind sicher Schätze. Ja. Alles voller Schätze. Oh ja. Horsti schreibt, vielleicht spielt es dann auch schon in Amsterdam. Ja, das ist möglich. Das ist hier Klimaerwärmung und Amsterdam und wir haben schon eins von den Grachtenruderbooten gefunden eben. So, ich scanne nochmal. Da hinten ist ein Fischi. Ich möchte nochmal so eine Schildkröte sehen, weil ich habe mich ja auf Schildkröten vorbereitet. Ja. Diesmal endlich auf Schildkröten vorbereitet. Und ich muss sagen, man kann sich auf Schildkröten nicht so richtig geil vorbereiten, weil es gibt zu viele davon. Das war mit Orcas viel einfacher. Königin Engelfisch. Das ist ja doppelt mystisch. Ja. Aber wolltest du dich nicht auf Lederschildkröten vorbereiten? Nee, es war generell Schildkröten, ne? Die Anfrage war generell Schildkröten und Lederschildkröten ist für mich einfacher, weil ich das schon mal vorbereitet hatte. Aber ich habe mich, jetzt mit allen möglichen auseinandergesetzt. Da ist eine Schildkröte. Schildkröte! Liebe Inga. Ja, das ist sehr schön. Wie groß ist sie in etwa? Man weiß es nicht.
Also bei Schild. Sagen, ein bisschen mehr als ein Meter. Gut, dann schließen wir mal aus. Es ist keine Lederschildkröte, die übrigens nicht direkt zu den also sie wird bei den Meeresschildkröten mit einsortiert, ist aber eigentlich keine von den Hartschaligen und hat keine weiteren Verwandten im Gegensatz zu allen Hartschalenschildkröten. Also die schließen wir schon mal aus, das war sie nicht. Es war auch keine Atlantik-Bastard-Schildkröte, das sind nämlich da die kleinsten und werden. Die werden nämlich nur so um die 76 Zentimeter lang, die Atlantik-Bastard-Schildkröten. Die werden auch Karibik-Bastard-Schildkröte genannt. Und gibt es nur in der Karibik. Warum ist sie ein Bastard? Ja. Ja, weil man gedacht hat früher, dass es eine Zwischenmischung zwischen anderen Schildkrötenarten sei. Also ein Bastard ist ja eine nicht so schöne Bezeichnung von Mischling. Ich dachte uneheliches Kind. Ja, uneheliches. Ja. Menschen. Ja, keine Ahnung, wer da so drauf gekommen ist. Aber es gibt zwei Bastardschildkröten, nämlich die atlantische bzw. karibische, das ist dieselbe Art. Auf Englisch heißen die Camp Ridley. Ich habe mich, es war ziemlich nervig, das vorzubereiten, weil ich ja alles auf Englisch gelesen habe und dann erstmal wieder zurück organisieren musste, was es denn jetzt auf Deutsch heißt. Ja. Und Eine Schatzkiste. Yeah. Oh mein Gott, das möchte der Professor doch. Du kannst es scannen vielleicht, dann weißt du, was drin ist. Oh, da muss ich kurz aufpassen. Ist ja aufregend. Eine Kiste. Ja gut, na dann. Ja, oh, also und ein Seeigel. Das ist gefährlich. Oh. Musst du mal auftauchen? Ja, ich habe noch 2 Minuten. Das ist gut, das reicht ein bisschen, weil es gibt eben noch die Olive-Bastard-Schildkröte und diese beiden Bastard-Schildkröten, die sind besonders, die machen Arribadas. Ich glaube, das spricht man anders aus, mehr so Spanisch, sowas wie Arribada oder so. Aha. Und die, ja, das wird auch als Allee-Effekt bezeichnet in der Biologie, die sammeln sich in der Bucht, in der sie ihre Nistplätze haben oder ihre Eier legen und gehen dann alle gleichzeitig an Land. Das sind ja die weiblichen Schildkröten, die die Eier legen. Und 1997, ja doch, falls ihr es noch nicht wusstet. Und bei diesen kleinsten, also die Schildkröte, die wir da gesehen haben, war keine von denen, aber 1947 gab es eine Sichtung mit 42.000 Schildkröten, die gleichzeitig an einem Tag zu ihrem Nistplatz an den Strand gekommen sind. Von diesen Atlantischen. 42.000 am Strand, wow. Gleichzeitig. Die größte Sichtung damals. Ja. Und das Schlimme, das war 1947. Seitdem sind, ja, aber alle Schildkröten, alle Meeresschildkröten sind gefährdet. Das heißt, auch von den Atlantischen Bastardschildkröten sind nicht mehr so viele da. Leider. Die kommen an Land im Golf von Mexiko und halten sich nur in der Karibik aus, also diese kleinste Art. Und die kommen tagsüber an Land, machen aber trotzdem die Eierablage nachts. Also deswegen konnte man sie wahrscheinlich auch so gut zählen, weil sie tagsüber am Strand waren. So, dann liegen sich schon mal vorbereiten. Dann liegen sie erstmal so ein bisschen rum und suchen sich ihr Plätzchen, ja. Und dann, wenn es dunkel wird. Ja, genau. Ja, erstmal sammeln sich alle gleichzeitig in der Bucht und chillen, bevor sie dann den Run auf den Strand vornehmen, da dann abhängen, bis es dunkel ist und dann gleichzeitig die Eier legen. Und das hat dann eben den Effekt, dass die ganzen Schildkrötenbabys gleichzeitig schlüpfen. Und die Gefahr ist ja für die Schildkröten, bevor die Gefahr des Menschen überhaupt eintritt, ist ja nach der Geburt ins Wasser zu kommen und nicht von Fregattvögeln und Wildschwein oder sowas gefressen zu werden. Oder Schakalen, je nachdem. Oder diese Schnecken, die fressen sich ja auch Schildkröten. Ja, das kann auch sein. Ja, die Schnecken. Aber wenn die Schnecke schnell genug ist. Ja, der Zufall ist da, glaube ich. Ja, also Korallenriff sind ja auch die ganzen Fische total gefährlich. Ja. Mhm. Die süßen Kleinen. Ja, und da mahnen sich nämlich dann diese Schildkröten das zunutze, dass sie alle gleichzeitig da schlüpfen. Und das sind also 2 von den 6 Sorten, die von den Hartschalen da sind. Dann gibt es, da hattest du auch schon mal drüber geredet, ne? Echte und unechte Karettschildkröte. Das ist total fies, weil wenn man die auf Englisch untersucht, ne, dann heißt die eine, die echte Karettschildkröte, die heißt Hawksbill, also Falkenschnabel, weil die sich von Schwämmen ernährt, die mit diesem spitzen Schnabel aus zwischen Steinen und so hervorzieht. Mhm.
Und die Unechte heißt Loggerhead. Also total unterschiedliche Namen. Und auf Deutsch ist es so, ja, scheiße. Kannst du noch nicht. Voll blöd. Die sind auch tatsächlich echt nicht so einfach auseinanderzuhalten. Also ich habe auch schon auf quasi so Tauchfotos von mir und so versucht, die Schildkröten zu bestimmen. Und es ist echt nicht so einfach. Ja, fies. Sehr fies. Die unechten Karettschildkröten, also die Loggerhead, die gibt es auch im Mittelmeer. Und ich habe mal im Oman, gibt es gesperrte Strände. Und da war ich dann mal mit meinem damaligen Freund. Und dann haben wir uns die Eiablage angeguckt, nachts. Wenn die nachts an den Strand kommen. Also mit Abstand und so und nur ganz wenig Licht. Und es dürfen auch nicht viele Leute an den Strand. Und die kommen alle zu so einer gewissen Saison. Wir waren damals, glaube ich, im Januar da. Mhm. Das war total krass. Also ich habe die schon mal sehen dürfen. Also, das war organisiert und da haben Leute darauf aufgepasst, dass da keiner Blödsinn macht oder was? Ja. Das ist ein abgesperrt. Also da im Oman, wo ich das gemacht habe, das ist ein Küstengebiet, das ist komplett gesperrt. Und es gibt eine Station mit Hotel, wo man dann übernachten muss und dann gesagt bekommt, dann und dann treffen wir uns hier. Also da kommt keiner aus diesem Hotel raus, außer mit einem Tierführer und dann nur zu bestimmten Zeiten, wenn sie vorher den Strand gecheckt haben. Und dann wird man da in einer kleinen Gruppe hingeführt und kann aus Entfernung beobachten. Im Dunkeln, nachts. So früh morgen waren wir da. Jetzt bin ich gerade in der Nähe von einem. Use the eco gun in single charge mode and shoot the predator to scare it away. If you don't have time to shoot, use your knife just at the right time. Okay. If you get hit by a predator, you'll lose precious. Wo bist du? Was da? Ein weißer Hai. Das Beste, was man machen kann, ist dann ein Messer ziehen. Geh weg. Der Dugong hätte seine helle Freude. Ich weiß jetzt nicht, ob das geholfen hat. Jetzt musst du ihn schießen. Oder. Ich weiß nicht, ob ihn das einfach nur verscheucht. Oh, der dreht um. Nee, irgendwie nicht. Das ist aber echt fies. Der sieht auch nicht ganz so, ich weiß nicht, Schwimmhai wirklich genau so. Der sieht so, als hätte er einen Kieferschaden aus. Ja, der ist schon ein bisschen steif aus. Den kann man gar nicht ernst nehmen, André. Das ist kein Ernst nehmen. Und hier ist ein Rochen. Was? Mach da. Vielleicht nur, wenn die bedrohliche Musik kommt, musst du aufpassen. Vielleicht. Ja, die kündigen sich an. So, hier komme ich. Der schwimmt doch nicht. Ja, dem ist es egal. Horsti, natürlich, also du meinst befruchtete Eier mit den Schildkröten. Hier fragt Horsti nämlich, sind das schon befruchtete Eier? Das ist ein Stachel, André. Vor dem musst du aufpassen. Okay. Komm ich dem mal nicht zu nah? Ja, sonst das Ende des John Irving. Die sind befruchtet. Also die, das Paarungsritual von den Meeresschildkröten findet noch im Wasser statt, irgendwo. Die müssen erstmal aufeinandertreffen, die Männchen und die Weibchen. Und dann umklammert meistens das Männchen das Weibchen, befruchtet die Eier und dann dampft das Weibchen ab Richtung Strand, an dem die meistens auch geboren sind. Also wo sie selber geboren worden sind und dann legen die da ihre Eier und die kommen oft mehrfach. Wow. Oh, dieser Hai, der ist wirklich gefährlich. Ja. 120 Sekunden habe ich verloren an Sauerstoff. Oh, das ist aber gemein. Du stell den doch gleich aus, wenn du wieder eine Pause hast. Ihr wolltet es ja sehen. Ja, es war eindrücklich. Nur statisch. Ja, sehr gut. So, zack. Wie macht man einen Hai weg? Kurz. Kurz im Optionsmenü. Bedienungsanleitung lesen und dann, ja. Ja, und genau, die kommen dann an Land und die Eier sind dann schon befruchtet. Klar. Was gibt's? Ja, sorry, ich war jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt von dem Hai. Wo findet die Befruchtung statt? Das Paarungsritual? Im Meer. Ja. Und wie läuft das ab? Weißt du das? Hocken die jetzt aufeinander? Ja, genau. So Doggy-Schildkröten-Style, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe keine Fotos gesehen. Es gibt auch, im Gegensatz zum Dugong-Porno, habe ich mich nicht recherchemäßig
zum Schildkrötenporno durchgerungen bisher. Aber ich habe mehrfach bei verschiedenen Schildkrötenarten gelesen, dass die sich umklammern. Also dass das Männchen das Weibchen umklammert und dann befruchtet. Und übrigens bei der Lederschildkröte, meinem Favorite, die ja eben keine harte Schale hat, also keinen harten Panzer. Wobei auch bei den anderen Schildkröten ist der Panzer nicht ganz so wie bei einer Landschildkröte so. Von der Form und auch, von, ich glaube, nicht ganz so hart, also nicht so starr, weil die tauchen ja. Und werden dann komprimiert. Bei der Lederschildkröte, die haben bis zu 2,70 Meter lange Flipper. 2,70 Meter. Das ist mega krass. Die werden so um die 2 Meter lang, manche werden ein bisschen länger und mehrere hundert Kilo schwer, also diese Lederschildkröte, ne? Im Vergleich zu dieser Arabiata machenden, die heißt nicht, die Bastardschildkröte, es heißt nicht Arabiata, ich sag's nochmal, warte, ich hab's aufgeschrieben. Was krieg ich mal, ey. Arribada heißt es. Jetzt quatscht hier schon wieder einer. Entschuldigung, ich habe dieses Ding nochmal neu gestartet. Es ist okay. Aber irgendwas scheint hier zu hängen. Ja, das ist sehr statisch. The golden age of piracy is long gone, but the determined can still find treasure and value. So, ich sag mal auf die Vierer-Ansicht, dass man dir zugucken kann, während, weil hier passiert anscheinend gerade nichts. Ich hab mir gerade Schildkröten Sexbilder angeschaut. Sie sitzen aufeinander. Ja. Man muss es nur googeln, dann kann man es sehen. Ja, ich hab's nicht. Ich hätte wissen können, dass es euch sehr interessiert. Ich hab da nur nicht dran gedacht. ja, es gibt da noch bei den Hartschalen-Schildkröten die grüne Meeresschildkröte, die wird auch Suppenschildkröte genannt. Und da ist mir etwas bei der Recherche unter die Finger gekommen, was mich irritiert hat und ich habe auch noch keine Lösung dafür. Weil die NOAA, diese nordamerikanische Fischerei-Wissenschaftsdings, die haben auf ihrer Seite auf Englisch stehen, dass die grüne Meeresschildkröte grüne Meeresschildkröte unter anderem hieße, weil das Fett- und Knorpelgewebe grün sei. Das, ich habe versucht, es wissenschaftlich nachzuvollziehen. Ich habe noch kein Paper gefunden, in dem das steht. Okay. So. Das haben dann also Kinderwebsites auch übernommen. Also ich habe das nämlich ursprünglich von einer Kinderwebsite gefunden. Und dann habe ich nachgeguckt, ob das irgendwie auf Englisch zu finden ist, wegen Research Paper. Dann habe ich es bei NOAA gefunden und das ist, es wird immer NOAA zitiert, wenn es darum geht, dass die angeblich grünes Fettgewebe und grünen Knorpel haben. Die fressen als Jungtiere Kalamare, Schwämme und Fischeier und als ältere dann Seegras. Also die direkte Konkurrenz zu den Dugongs, was das Seegras und Rasenmäher-Dasein betrifft. Ja. Also wenn da jemand was zu findet, Jules, dann ich würde mich freuen. Ich auch noch nie gehört. Ich fand das interessant und wollte aber wissen, ob das wahr ist und das kann ich nicht so bestätigen bisher, dass das wahr ist. Außer dass es bei der NOAA eben steht. Und die sind auch Suppenschildkröte genannt, weil die als lebender Schiffsproviant gerne genommen worden sind. Das ist so dieses richtig fiese. Mhm. Man kann die sind ja Lungenatmer. Das heißt, du kannst die in einem Wasserbecken auf dein, wenn du eine fängst, dann hast du quasi Frischfleisch an Bord, weil die hält sich. Die muss nicht fressen. Also nicht viel auf jeden Fall und lange, kommt lange ohne Futter aus. Und dann haben die denen einfach die Flossen abgeschnitten und so. Und ich habe mal recherchiert, da gibt's richtig fiese Rezepte, weil das, ich habe das Gefühl, dass diese Schildkrötensuppe, die dann später bekannt worden ist, 1728 oder so steht auf Wikipedia, bei den Engländern, die hatten ja viele Kolonien und die kannten also von ihren Schiffen und so Schiffsproviant Meeresschildkröten und haben dann diese Schildkrötensuppe in England bekannt gemacht und haben dafür gesorgt, dass Meeresschildkröten sowas von derbe gefangen worden sind, dass die dann irgendwann nicht mehr in großen Mengen vorhanden waren, also die Suppenschildkröte.
Und was ich auch gesehen habe, es gibt auch dieses La Croix oder sowas, so ein Suppenhersteller, den es heute auch noch gibt. Ne, ja. Wo man so Luxussuppen, ne, nicht die, die haben Schildkrötensuppe im Angebot gehabt früher. Also du konntest Dosen Schildkrötensuppe kaufen, auch in Deutschland. Richtig eklig. Ist übrigens seit 1988 ist dieses Schildkrötenessen verboten und okay, unter Artenschutz natürlich. Noch gar nicht so lange her. Ja, das mit den Schildkröten mit an Bord nehmen, das ist übrigens auch der Grund, warum auf Galapagos, ne, da hat ja quasi jede Insel ihre eigene Schildkrötenart. Da sind ja auch diese Riesenschildkröten, also Landschildkröten. Die sind quasi auch so krass vom Aussterben bedroht und so ausgerottet worden, weil halt Galapagos auch eben oft angefahren wurde während der Seefahrt und weil die sich eben auch genau die Schildkröten halt einfach aufs Schiff gepackt haben als Lebendessen. Das ist auch der Hauptgrund, warum die quasi ausgestorben sind, viele davon. Oh Mann, ey. Ja, richtig krass, ne? Ich fürchte, ja? Ich muss das Spiel jetzt mal neu starten und es wäre auch eine gute Gelegenheit, eine Pause zu machen. Oder habe ich dich gerade unterbrochen, ja. Inga? Nö. Da kann man hier lange weiter. Die Lederschildkröte kommt dann noch. Ja. Ich werde dann schon mal gleich ein bisschen Foreshadowing machen. Hier. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir machen gleich nach der Pause ein Experiment mit diesen beiden Gläsern. Ja. Genau, da muss ich auch noch ein bisschen was für holen in der Pause und dann werde ich das Spiel einmal neu starten, dann können wir gleich nochmal da in diesem Piratennest tauchen gehen. Aber dann würde ich sagen, wir haben jetzt, meine Uhr sagt 17.02 Uhr, 17.10 Uhr, machen wir weiter? Gut. Ja. Ja, yeah, leere Gläser, yeah, genau. damit machen wir gleich lustigen Spaß. Also 8 Minütchen Pause und bleibt uns erhalten. Es geht gleich mit dem Experiment weiter und dann starten wir auch das Spiel neu. Bis gleich. Bis gleich.